Eine neue Folge MT5, heute mit dem ersten Spiel von mir in der Schlacht in den Kriegslanden, einem Bürgerkrieg Ritter gegen Ritter. Viel Spaß dabei! Ja, ich spiele in diesem Turnier die Ritter, da die immer so als stärkste Fraktion gelten, aber sehr wenig gespielt werden und ich deswegen mal gucken möchte, was die wirklich können, wenn man das Ganze ein bisschen ausreizt und dann auch auf was für Strategien vielleicht meine Mitspieler kommen. Wobei, da hätte ich dann vielleicht eher sagen sollen, dass meine Mitspieler die Ritter spielen sollen und ich versuche Strategien dagegen zu finden. Wir haben hier für den Start gewürfelt. Mein Mitspieler fängt an und darf also zuerst aufstellen und sich zuerst dann auch den ersten Zug machen. Deswegen werde ich eine andere Aufstellung benutzen, als ich das gemacht hätte, wenn ich den ersten Zug gemacht hätte. Das seht ihr dann im nächsten Spiel. Da wäre ich nämlich mit 4 und 6 Einsern gestartet. In dem Fall starte ich jetzt gleich, werdet ihr sehen, mit 5 Zweiern, denn wenn man Ritter gegen Ritter spielt und als Zweiter am Zug ist, kann man nur sehr schwierig seinen Commander splitten, denn der Mitspieler, der als erstes zieht, hat im ersten Zug schon die Möglichkeit, seinen Commander zu splitten, kann dann die Schwerter schon am Rand platzieren und würde man dann seinen eigenen Commander als zweites splitten, als zweiter Spieler, dann würden ja quasi die eigenen Schwerter so sehr in der Nähe von den Schwertern des Gegners stehen. Und dann kann im zweiten Zug der Spieler, der angefangen hat, seine Schwerter mit der Unterstützung zurück in die Reserve legen, um die Schwerter dessen, der als zweites am Zug war, auf 0 abzuwerten. Man diese Gratis-Aufwertung mitnehmen kann und den Commander halt, wenn man ihn nicht direkt splitten will, dann reicht es auch, wenn man ihn erst im zweiten Zug hat. Hier sehen wir jetzt auch schon, mein Mitspieler hat mit 4 und 3 Zweien gestartet und splittet jetzt die 4 in 4 Schwerter, stellt 1 bei sich hinter die Ruine, 2 schon recht weit nach vorne und das dritte kommt auch noch nach vorne. Zweiern, wodurch man dann halt auch sich direkt im zweiten oder wodurch man sich sehr schnell auch mehrere Figuren machen kann, auch einen Commander im ersten Zug schon. Aber den dann nicht zum Splitten benutzt, sondern für die Triggerpunkte. Und dann lohnt es sich halt, die Zweier aufzustellen. Da eigentlich war mein Plan, da einen Commander erstmal zu machen. Vermutlich bei dem in der Mitte. Aber ich kann jetzt halt mit dem, wie auch immer die Fähigkeit heißt, dass wenn ich mich gerade auf einen zubewege frontal, den um 1 abwerten und dann ist es eben auch wieder eine neue Kreatur und kommt auch ins Exil. Und hier schon mal einen Würfel vom Gegner loszuwerden, fand ich in dem Fall sinnvoll. Mein Mitspieler hat jetzt hier das Schwert links zu einer 2 aufgewertet. Da noch als Tipp, er hätte auch zuerst die anderen beiden bewegen können und dann eine freie Aktion für das Schild bekommen und so ein bisschen effizienter spielen können. In einem normalen Spiel hätte ich das auch direkt gesagt, aber hier im Turnier helfe ich da etwas weniger und ich gehe dann mit dem Speer weiter vor und nutze die Gelegenheit, ihn wieder um 1 abzuwerten und habe jetzt quasi immerhin eine Dreierkreatur zwei Felder vorbewegt und er ist quasi noch bei seinem ersten Zug stehen geblieben, aber hat schon ein Schwert ins Exil verloren. So, jetzt aktiviert das erste Schwert, nutzt die Unterstützung, um meinen Speer wieder zu einem Dreier abzuwerten, den ich aber im nächsten Zug, weil ich mehr als 3 Schilder habe, direkt wieder bekomme. Und die anderen beiden Schwerter rücken etwas vor, wenn ich mich recht erinnere. Zumindest das eine, genau, das letzte bekommt dann noch eine Aktion und kann dann auch zu einer 2 werden, wodurch dann im nächsten Zug auch automatisch wieder eine freie Aufwertung zur 3 gibt und dann wieder ein neuer Commander ins Spiel kommen kann. Das ist so ein bisschen eine Strategie bei den Rittern, dass man halt die Schwerter wieder zu Schilden aufwertet, dadurch eine freie Aufwertung zum Schwer bekommt, eine Aufwertung zu einem Commander machen kann und den dann wieder splitten kann, um neue Schwerter zu bekommen. Man muss aber sagen, das klingt sehr, sehr stark, aber es braucht halt doch wieder Züge, da ich halt für das Aufwerten zum Commander und den Split dann wieder 2 Züge habe. Das heißt, ich kann zwar quasi so recyceln und mir immer mehr Schwerter machen, aber es braucht halt auch Zeit, in der der Mitspieler was machen kann.
Ich hatte jetzt wieder eine Aufwertung zum Schwert bekommen, habe einen Schwert zu einem Commander gemacht. Mein Mitspieler hat einen Speer bekommen, hat dann aber statt den Speer zum Commander zu machen, sein Schwert noch zu einem Schild gemacht. Ich mache mir einen zweiten Commander, da ich langsam ein bisschen darauf gehen möchte, Triggerpunkte zu sammeln. Mein Mitspieler bekommt auch eine freie Aufwertung zum Speer und zieht den dann vor. Hier treffen quasi zwei Strategien aufeinander. Ich habe es erstmal auf Commander aufgewertet, um die Möglichkeit zu haben, einerseits Triggerpunkte anzuhäufen und andererseits halt wieder neue Einser ins Spiel zu bringen. Mein Mitspieler hier ist eher darauf gegangen, seine Kreaturen nach vorne zu ziehen. Ich finde offensichtlich, dass ich das so gemacht habe, dass mit den Commandern deutlich stärker, da es wie gesagt mir die Möglichkeit bringt, die Einser reinzusetzen, die sich dann auch vorne in der gegnerischen Zone platzieren können und da quasi wieder durch die Unterstützung verschmelzen können. Und ich aber halt auch Triggerpunkte sammel und somit die Möglichkeit habe, durch den Zauber Führung des Commanders mehrere Würfel gleichzeitig zu bewegen und das Zerquetschen mit den Schilden ein bisschen anzudrohen, immerhin. Und so spielt man meiner Meinung nach deutlich mehr in die Stärken der Knights rein. Jetzt ziehe ich mit dem Commander auch ein bisschen vor, da der sich ja aber auch zu einer starken Kreatur aufwerten kann mit einer 5. Und ich somit ein bisschen sein Schild bedrohen würde. Er zieht das aber zur Seite und ich sage direkt, ich habe hier jetzt schon einige Triggerpunkte gesammelt und so ein Schild vor der Nase gefällt mir irgendwie nicht so. Ich splitte ihn also auf in 4 erste Schwerter, setze sie dann wie angekündigt hier zu meinem Gegner in die Hälfte rein. Ich hatte überlegt, ob ich den vorderen oder den hinteren Commander splitte, aber ich habe jetzt den hinteren genommen, da beim vorderen ich ja auch immer noch die Möglichkeit habe, den auch zu splitten, falls mich das Schild da bedrohen sollte. Denn auch wenn das gefährlich ist durch das Wegschieben, gilt das nicht als Bedrohung im Regelsinne. Denn der Commander darf sich ja nur, wenn er nicht durch eine feindliche Kreatur bedroht ist, das gilt aber eben nur für Figuren, die ihn schlagen können, splitten. Und die Möglichkeit besteht also noch. Deswegen habe ich mich für den hinteren entschieden und mir den Weg für den unteren offen gehalten, den noch zu einem Fünfer aufzuwerten und da in der Mitte Druck zu machen oder halt auch wieder in Schwerter aufzusplitten. Das Schild, das schon ziemlich in der Mitte steht, stellt sich jetzt ganz in die Mitte auf die Ruine. Damit hat mein Mitspieler jetzt schon 2 Ruinen unter seiner Kontrolle. Ich mache mir aber noch nicht viele Sorgen, da mein Rand an meiner Ruine ziemlich blockiert ist durch die beiden Schilde. Er kommt also mit Schwertern erstmal durch einen Split nicht so leicht da dran und ist auch sonst noch weit davon entfernt auf der Seite. Also da soweit alles im Lot. Er steht jetzt wieder diagonal quasi zu meinem Hauptmann. Commander. Das heißt, wenn ich den zu einem Brandhirsch aufwerte und eins nach vorne ziehe, habe ich ihn schon wieder bedroht und zwinge ihn dann auch wieder von der Ruine runter, da ich halt so diagonal stehe und er so nicht geschützt ist vor einem Angriff. Ich mache jetzt wieder Spaß mit Schwertern, so könnte man es vielleicht nennen. Das erste geht vor, stellt sich zwischen die Schilde. Das zweite benutzt die Unterstützung, um es aufzuwerten. Jetzt können mich die Schilde nicht direkt schlagen. Ich habe aber den Vorteil, dass ich nächste Runde, da ich jetzt wieder 4 Schilde habe, eine freie Aufwertung auf eine 3 bekomme, bedrohe also sein Schild da in der Mitte. Das nächste Schild stellt sich noch dahinter, damit ich von dem oberen Schild nicht weggeschoben werden kann. Das rechte Schild kann mich selber aber nicht wegschieben, da ich ja in seine Richtung gucke. Und das untere Schwert rechts kommt noch was näher in die Mitte, um da gegebenenfalls, wenn ich mit dem Schwert oben links was anstellen möchte, auch noch was anstellen zu können. Zum Beispiel dann meinen Commander auf eine 5 aufzuwerten oder selber sich zu einer 2 dann anschließend aufzuwerten und schon mal in Richtung mittlerer Ruine etwas Druck machen zu können. Mein Mitspieler hat jetzt aber die Falle, die ich da quasi gestellt habe, mit der freien Aufwertung zur 3 gesehen und wertet somit selbst erstmal zur 3 auf. Und hier habe ich jetzt einen Fehler festgestellt bei dem Zauber, den ich jetzt mit dem Commander mache. Ich gebe 3 Punkte aus
um ein Schild zu bewegen. Und eigentlich der Trick, den ich anwenden wollte, ist, dass ich jetzt noch ein Schwert bewegen kann und dann für das andere Schwert noch eine Aktion bekomme, die dann sowohl eine Bewegung als auch eine Unterstützung sein kann. Ich habe aber nicht mit einem Schwert die Bewegung gemacht, sondern ich habe direkt mit beiden die Unterstützung gemacht. Aber durch den Zauber des Commanders wäre nur eine Bewegung möglich gewesen. Das heißt, ich hätte eins bewegen können und dann mit dem anderen unterstützen, aber nicht mit beiden unterstützen. Also nochmal kurz, wie der Trick funktioniert, während ich hier die Unterstützung mache. Man kann für 3 Punkte ein Schild bewegen und dann kann man noch ein Schwert bewegen und danach können alle anderen Schwerter sich bewegen oder eine Unterstützung machen, beziehungsweise mit der freien Aktion kann man ja auch eine Aufwertung machen zu einem Schild, aber das lässt dann die Kette abreißen. Genau, hier sehen wir jetzt, ich nehme jetzt das zweite Schwert noch weg, um den Commander aufzuwerten. Das wäre eigentlich nicht möglich gewesen, sondern ich hätte das das Schwert bewegen können und dann die Aufwertung oben machen können. Das wäre ein korrekter Zug gewesen, der dann, glaube ich, zu einem recht ähnlichen Ergebnis geführt hätte. Also an der Stelle Entschuldigung an meinen Mitspieler. Ja, wie gesagt, die Knights werden nicht so oft gespielt. Dadurch habe auch ich etwas wenig Erfahrung damit und dann ist mir der Fehler unterlaufen. Er hat jetzt zum Commander aufgewertet, ich werte zu einem Commander auf. Er wertet die zweite 3 auch zum Commander auf, kommt jetzt in die doofe Situation, dass ich meinen Commander zu einem Brandhirsch aufwerten kann und dann beide Commander bedrohe. Und er kann nur einen von denen wegziehen. Das heißt, ich bekomme jetzt schon mal ordentlich Punkte. Er entscheidet sich da, den oberen Commander aufzuwerten zu einer 5. Das ist sicherlich sinnvoll, da der ja einen Punkt mehr gegeben hätte wegen der Feldboni. Und er dann mit der 5 gleich mit einer Aufwertung zur 6 meinen Brandhirsch bedrohen kann. Ich bekomme für das Schlagen 6 Punkte. Und er sieht jetzt hier, dass er erstmal seinen Dreier irgendwie da auf der Ruine in Sicherheit bringen muss, wertet ihn zum 4er auf, denn wenn ich mit dem Brandhirsch frontal auf jemanden zulaufe, ist halt quasi auch so die Idee, denke ich, dass der halt einfach nicht wegkommt. Das heißt, man braucht dann einfach eine 4er-Kreatur, um den noch durch eine Aufwertung retten zu können, denn weglaufen bringt nichts, wenn man nicht diagonal oder 2 Felder laufen kann. Da der Brandhirsch halt immer wieder hinterherziehen kann, beziehungsweise die Felder daneben ja auch noch bedroht. Ich benutze jetzt hier den zweiten Brandhirsch, um das Schild zu bedrohen auf der Ruine. Das stellt sich dann so davor, dass es durch seine Regel geschützt wird. Ich ziehe dann mit dem Brandhirsch auf die Ruine in der Mitte, richte mich noch aus, um das Schild wieder von der Seite zu bedrohen. Genau, habe jetzt immerhin schon mal die Ruine und kann dann drohen, über die Ruinen zu gewinnen. Erstmal nicht so tragisch, man sieht hier aber recht gut, dass die Brandhirsche gegen die Schilde, wenn sie angrenzend stehen, nicht so toll sind, da halt die Schilde sie einfach wegdrücken können. Und wenn sie diagonal stehen, dann kann das Schild halt in die Seite ziehen. Das heißt insgesamt Brandhirsche gegen Schilde nicht so top. Diagonal können sie zwar verjagen, aber schlagen kann man sie eigentlich in so einem Vakuum nie. Ich ziehe jetzt den einen Brandhirsch neben den anderen Brandhirsch, denn die decken zusammen extrem viele Felder ab und wenn ich mit einem nach vorne ziehe, deckt der andere halt quasi die eine Flanke noch, sodass es nichts ausmacht, da ich nicht zur Seite schlagen kann. Mein Mitspieler sammelt weiter Triggerpunkte, machen mir momentan noch nicht so viel Sorgen, da er noch nichts hat, was er so groß, also er hat einfach nicht so viele Figuren auf dem Spielfeld und ich kann seinen Commander jetzt recht leicht bedrohen, sodass die dann er die nicht mehr einsetzen kann, wenn er den aufwertet. Er wertet hier erstmal auf eine 3 auf, vermutlich um was zu haben, falls ich zu 6 aufwerten möchte. Ich ziehe meinen Brandhirsch vor. Bin jetzt genau in der Situation, dass ich den Commander bedrohe, aber er kann halt nicht einfach, wie es sonst ist, wenn man diagonal jemanden bedroht, in meine Flanke ziehen, da die von dem zweiten Brandhirsch gedeckt ist. Genau, er wertet dann den Commander zu einem eigenen Brandhirsch auf. Ich werte anschließend meinen Brandhirsch zu einem Ritter auf.
Und dann wertet er seinen Brandhirsch zu einem Ritter auf. Ich habe aufgewertet, einfach damit ich den Split als erstes machen kann. Ich merke dann aber, dass meine Split-Position gar nicht so genial ist. Hier ist, wie ich gesplittet habe. Denn genau in der Mitte kann ich ja keinen hinstellen, wo mein eigener Setzer war. Dann steht da noch sein Dreier, der quasi zwei Felder zumindest für mein 2 und 1 blockiert. Genau, ich habe jetzt die 2 vor den 6er gestellt, um den zu bedrohen. Der splittet jetzt aber auch. Es wäre vermutlich schlauer gewesen, müssen wir mal durchrechnen, meinen anderen Brandhirsch zu einem 6er zu machen. Dann hätte ich oben in die Leiste meines Gegners die 2 und die 1 hinstellen können. Und damit gedroht, den in einer Runde zu zerquetschen. Und die 3 neben den 6er gestellt. So hätte er dann, genau, meinen 6er quasi mit dem 6er den 3er schlagen müssen. Und ich hätte im nächsten Zug schon gewonnen. Dann, also wäre auf jeden Fall eine Zwickmühle mit einem sicheren Sieg, glaube ich, für mich gewesen. Aber hätte halt auch nochmal Siegespunkte abgegeben. 3 Stück, so, ja, spiele ich jetzt etwas das Long Game. Zwinge ihn quasi auch zu splitten, habe da noch den Fünfer stehen, der in die Richtung bedroht und fühle mich so auch ganz okay wohl. Das andere wäre halt ein schnellerer Sieg gewesen, denke ich. Genau, er splittet jetzt, stellt seinen Zweier meinem Fünfer entgegen, die 3 nach außen und die 1 muss noch irgendwo hin. Die landet jetzt letzten Endes hinter der Ruine. Mein nächster Zug ist, den Brandhirsch ins Spiel zu bringen, indem ich diagonal nach vorne gehe und mich in die Flanke des Schilds stelle, aber mich zur mittleren Ruine ausrichte, denn der Speer muss quasi da jetzt weg. Dann kann ich mich mit dem Brandhirsch draufstellen, habe wieder die Ruine und er muss schauen, wie er die obere Ruine gegen mein Schild, was ihn halt auch noch wegdrücken kann, verteidigen kann. Er entscheidet sich jetzt dazu, mit dem Speer auf die Ruine zu gehen. Ich habe es nicht ganz verstanden, da ich seinen Speer auf der anderen Ruine dann erschlagen kann. Habe ich auch nochmal kurz gesagt, aber das hatte er schon bedacht. Und genau, ich nehme den dann für 3 Punkte. Ich vermute, er wollte da die Ruine etwas schützen, sodass ich mein Schild da nicht draufstellen kann. Ich vermute, dass das seine Sorge war. Er hätte aber auch dann mit der 1 das Schild wiederum auf eine 1 abwerten können und 1er Kreaturen auf Ruinen werden ja sofort entfernt oder zurück in die Reserve gelegt zumindest. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und mir fällt jetzt auf, da habe ich ein bisschen geguckt, dass ich ja schon 9 Punkte habe und mit einer Aufwertung hier von meinem Brandhirsch zu einem Ritter die Fähigkeit vom Ritter für die virtuellen Siegpunkte nutzen kann, dass wenn ich eine Formation mit 9 Punkten insgesamt habe, ja, ich einen virtuellen Siegespunkt habe und wenn ich den Brandhirsch jetzt aufwerte, steht der ja neben einer 3, das heißt, ich bin genau bei den 9. Das heißt, durch das Aufwerten des Brandhirschs habe ich dann die 10 Punkte und somit gewonnen. Und ja, nochmal vielen Dank an meinen Mitspieler hier. Für das Spiel Ritter gegen Ritter finde ich oft etwas, ja, da muss man sehr viel nachdenken, weil die halt eben so viele Optionen haben, auch mit dem Zerdrücken und den Triggerpunkten vom Commander, die Schwerter, was die alles machen können. Ist hier jetzt im Spiel, glaube ich, nicht ganz so zum Zug gekommen, da wir mit recht wenig Commander und ja auch nicht ganz so vielen Würfeln gespielt haben. Wenn man jetzt mal hinten sieht, ich habe ja quasi mit 12 Punkten gestartet, da ich direkt 2 freie Aufwertungen bekommen habe. Aber ja, 7 von den Punkten stehen halt auch noch hinten und haben das Spiel über nur sehr wenig gemacht. Ja, mich würden jetzt einfach mal eure Gedanken dazu interessieren. Einerseits zu der Aufstellung, die ich gespielt habe mit den 5 Zweiern, aber auch wie ihr solche Turnierberichte gibt. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Spiel, das ich normalerweise nicht genommen hätte für einen Spielbericht, da es halt recht einseitig war. Aber ich möchte jetzt vom Turnier einfach mal alle hochladen, jede Woche. Also es kommt jetzt heute eins und dann wird am Sonntag eins kommen und dann die nächsten Sonntage. Und genau, wie findet ihr das im Vergleich zu den anderen Spielberichten? Ein Unterschied war ja auch, dass ich das jetzt wieder im Hochformat hatte, weil mein Mitspieler das lieber macht. Und da sage ich beim Turnier dann natürlich nicht, ah nee, bitte fürs Video die Würfel so hinlegen,
sondern da soll jeder ja ganz in Ruhe, wie er das am liebsten hat, spielen können. Auch hier gilt aber natürlich, wenn ihr einen Zug seht, mit dem der Ritterspieler hier mit den grauen Steinen besser dagestanden hätte, dann auch gerne kommentieren, dann können wir auch hier einen Spielbericht mit alternativen Zügen draus machen. Und ansonsten, bis wir uns zum nächsten Spielbericht im Turnier Schlacht in den Kriegslanden wiedersehen, wünsche ich euch viel Spaß!